Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Wir sind immer noch in Altissia. Und das erste, was wir machen wollen, hier eine Gedenkmünze aufsammeln. Und zwar, das ist doch die einzige Gedenkmünze, die es hier aufzusammeln gibt. Und zwar hier in diesem erhöhten Gebiet da in Altissia, wo man mit der langen türkisen Linie hinfahren kann. Am westlichsten Ende, würde ich sagen, da beim Eishändler. Und damit haben wir eigentlich fast quasi alles aufgesammelt, was wir unbedingt aufsammeln wollen. Wir machen jetzt gleich mal weiter mit der Story, und um zur Story zu gehen, müssen wir zum Mago. Wie komme ich da am blödesten hin? Ich glaube, so geht's am schnellsten. Ja, okay. Gehen wir so. Es ist manchmal nicht immer so einfach herauszufinden, wie man am schnellsten zu gewissen Punkten kommt in Altissia, weil es eben eine sehr komplizierte Stadt ist. It's nice to not have to kill anything. Ah, das wird übrigens später auch noch interessant, da komme ich nochmal zurück in der nächsten Folge drauf. Ja, aber wir wollen jetzt zuerst mal zum Mago und mit der Story weitermachen. Und die Fahrt sehen wir uns auch an, vor allem deswegen, weil die Fahrten der Nacht hier in Altissia meiner Meinung nach sogar vielleicht am besten aussehen. Also das hat schon was. In solchen Situationen finde ich es auch schade, dass Final Fantasy XV als Gesamtprodukt nicht so gut funktioniert wie andere Final Fantasies vor ihm. Weil einige Aspekte, so wie die Grafik und das Design von den Städten und der Welt, durchaus sehr interessant sind. Und mir auch gefallen, also. Gut, also der Plan, den wir eigentlich haben, ist, Sid hat uns ja gesagt, dass er einen Freund hat, der quasi das Mago leitet. Und der könnte irgendwie wissen, wo wir hier übernachten können und so fort und so weiter. Und das werden wir uns alles jetzt anschauen. Ich muss da mal meinen. Ich habe wieder einen Schummelzettel. Das heißt, ich dürfte nicht mehr so viel vergessen dieses Mal. Gentlemen, it has been a pleasure. Genau, sobald man hier das erste Mal aussteigt. Nicht nur bekommt man hier die Erfahrungspunkte für den Quest, sondern die Kamera wird auch gleich fixiert. Welcome to Okoro, lads. Sid mentioned you'd be dropping in. Waskamarma, as you've gathered. My word, you've grown, little prince. Ah, but of course. You were only a babe at the time. How about the cafe in the brochure? Und wir reden gleich mal an. The Empire effectively runs the show here. Und so, this is your maiden visit. Enjoying it so far? You doubtless have many questions, so ask away. This country is a part of the Empire, isn't it? Oh, you're wary. I understand. But there's no need to jump at every shadow. Just be aware that the terms of our independence grant the Empire free rein to come and go as they please. We'll bear that in mind. It's admittedly a one-sided arrangement. Most everything we do requires Niflheim's permission. And they wouldn't knowingly permit the Oracle to appear before the public. How our government spun that is quite a mystery. Das ist auch etwas, was zu wenig erwähnt wird, und zwar wie das mit dem... Also, Luna wurde ja vom Imperium für tot erklärt beim Angriff auf Insomnia. Und wir fangen mal weiter hier. You really think Luna will make an address? If every recent radio broadcast is to be trusted, absolutely. Where is Lady Luna Freya? In the city somewhere. But no one has caught so much as a glimpse of her. The media has been conspicuous in its silence on the matter, which speaks volumes of government intervention. That certainly explained the rumors of disgruntled Imperial officers leaving the city. Genau, es wird nicht erklärt, wie das funktioniert, dass Luna hier eine Ansprache halten soll oder wie es dazu gekommen ist eigentlich, also. So you see lots of Nifs around here? We do, sometimes even at my place. Theirs is a familiar presence, and the citizens don't think much of it. Though the High Commander did cause a stir when he showed up the other day.
Ravus. So soon after they fell the Archean and Lucis, his arrival fuels rumors that they will next come to Altisha. The Empire's not content ruling all the land. They want the heavens as well. Und damit meint er natürlich, dass er dass das Imperium irgendwie Leviathan genauso wie den Titan bezwingen will oder wie auch immer. Das ist auch etwas, was in der Story nicht so wirklich vorkommt. Also man sieht zwar beim Kampf gegen Titan, dass das Imperium sich einmischt, aber nicht welche Auswirkungen es wirklich hat. Also, weil immerhin ist haben wir den Segen von Titan beharren bekommen. It's business as usual at port. But word is the government will soon open the altar of the Tide Mother in preparation for the rite. Ah, but on the other hand, they're scrambling to stockpile emergency provisions. This begs the question. If they're anticipating that the Hydrian will wreak havoc, why would they allow the rite to proceed? Well, if you need anything else, you know where to find me. Thanks, appreciate it. My dear Camellia, it's been a while. I heard about your distinguished guests. Ah, you've an ear for gossip. Und diese Dame werden wir auch gleich ansprechen, bevor wir weitermachen, wollen wir jetzt kurz mal einkaufen gehen. Also wie gesagt, warum das Imperium überhaupt die Götter da bezwingen will und was bei Titan genau passiert ist, weil wir haben ja den Segen von Titan erhalten und das Imperium hat ihn ja nicht wirklich ausgeschalten dann. Wie das genau funktioniert, das ist leider meiner Meinung nach viel zu wenig erklärt. Hier beim Mago gibt es auch zwei, nicht nur einen, sondern insgesamt sogar zwei Zutatenhändler. Da wollen wir uns gleich mal eindecken mit Altersknoblauch. Da werden wir mal unsere Muscheln bereits zubereiten können. Der Rest passt eigentlich, also wir brauchen nicht viel mehr. Also das ist sowieso teuer. See you later. Und was ich auch machen will, ist beim zweiten Zutatenhändler gibt es noch einiges zu kaufen. You won't find fresher fish anywhere else. Ups. Kaufen wir drei von denen, drei von denen, drei von denen, eins von dem. Wir kaufen uns das so durch, bis auf die Sachen, die wirklich sehr teuer sind, kaufe ich jetzt mal alles, damit wir einige neue Rezepte lernen. Also ich würde sagen, bis 1500 kann ich mir alles leisten, der Rest ist doch etwas teuer. Oh, da gibt's noch das. Hey. Tenebrae-Eiche? Okay. Appreciate it. That's it. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. Das Ganze hätten wir uns natürlich sparen können, wenn wir immer brav gefischt hätten, weil die Großteil der Sachen, die ich jetzt gekauft habe, kann man natürlich erfischen. So. Everybody knows she wants independence. Maybe she can ally herself with the prince now that he's come back to life. Wait, is that why she went to Mago? Oh my gosh, that Wescombe guy's from Insomnia too. You don't think the prince is here, do you? Okay, also diese Dame hier ist die quasi die Regierungschefin von Altisia und die hat auch ein Wörtchen mit uns zu reden. Ah, falsch. Das war nicht sie. Let's take a look inside. Hey, das ist wieder mal. So, jetzt funktioniert's. Gentlemen, I won't waste your time. My name is Camellia Clostra. First Secretary of the Accordo Protectorate. You should know, we have Lady Luna Freya in our care. And the Empire demands we surrender her. What? Yet I am loath to acquiesce unless we stand to profit. Hence I've come to discuss terms with the King of Lucis. If you've a mind to talk, come to my estate. She can be oblique at the best of times, but I assure you, her heart is in the right place. Oh, okay. At any rate, you must be weary from your journey. Might I suggest you seek your beds for now and ponder matters anew in the morning? Yeah, I think we'll do just that. Da
Das wollen wir nicht machen, denn bevor wir zum Hotel Leville gehen und dort noch etwas Story sehen oder etwas Neues erfahren, wollen wir zuerst mit Wesker reden. Just see to it that you proceed with caution. Should you ever need it, Margo is at your disposal. Hey, ich will jetzt mit dir reden, da. Komm. Wesker, danke. Ja. Nein. Wie er sich umdreht, demonstrativ. Ich will... Ja, jetzt. Nein. Welcome, lads. Okay. Also, das Erste, was wir machen wollen, ist... Feeling a bit peckish, lads? Ihn befragen. Knowledge is power, as they say. Und da bekommen wir gleich eine Aufgabeninfo eingezeichnet. Und zwar ist das die Aufgabe für Weave, der ja gesagt hat, in Altissia gibt es ein Gemälde, das wir fotografieren sollen. Und der zeichnet uns natürlich, also hier zeichnet uns Westcam gleich mal ein, wo das ist. Und um den Auftrag fertig zu erfüllen, müssen wir nicht nur wissen, wo das Gemälde ist, sondern wir müssen auch noch den richtigen Auftrag dafür annehmen, also den Jagdauftrag dafür annehmen. Und die Sachen braucht man nicht daran. Then what can I prepare for you, lads? Und das ist kein Druckfehler, das sind wirklich 300.000 Gilt, die hier die Kaviar-Canapés kosten. Stärkt alle Statuswerte enorm und erhöht den RP-Gewinn um 50%. Das ist natürlich, das ist additiv zu den anderen Plus-EP-Sachen, die man noch haben könnte. Allerdings nicht additiv zu allen anderen Statusveränderungen, weil wenn man zum Beispiel das, ich glaube der Chocobo Burger bringt das auch 50%, aber man kann den Chocobo Burger nicht mit dem Kaviar Canapé überlappen, sondern es ist immer nur einer aktiv. Und dann gibt es noch Lasagne de Mago, Fettini di Gerna und holzgeräucherter Fisch. Also die anderen Sachen sind leistbar, aber die ist 300.000, ich glaube das werden wir uns noch einige Zeit nicht leisten können. So, hier gibt's die... This won't be a test of luck. Genau, hier gibt's die ganzen Jagdaufträge und die gehen von 17 bis 32, das ist okay. Und das Schwerste ist das 32er mit das verfluchte Meisterwerk, wo es um dieses Bild geht. Und das Interessante Excellent. Ist, die vier vorigen sind alle nachts, also die kann man nur nachts machen. Während das verfluchte Meisterwerk auch untertags gehen würde. Aber die normalen, also die... Ich glaube, dieses verfluchte Meisterwerk, das hat man auch nur dann zur Auswahl, wenn man den Quest von Weave schon quasi im Gepäck hat. Das heißt, wenn man nicht die Weave Quest 3 fertig weitergemacht hat, bis man hier angelangt ist, dann sieht man hier nur vier Jagdaufträge und die sind alle in der Nacht. Also die kann man natürlich machen. Sind nicht wirklich schwierig, aber wir lassen sie natürlich aus. Wishing you lads a safe return. So, bevor wir jetzt uns zum Hotel Leville begeben, wollen wir natürlich gleich mal dieses Gemälde fotografieren. Dazu gehen wir am besten hierher. Ja, da können wir hier gehen. Und schauen uns die Fahrt noch an. Genau, es gibt noch zwei, also es gibt erstens mal noch drei Fotos, die man hier in Altissia schießen kann. Natürlich geht das alles nur unter Tags, das heißt wir müssen zuerst mal übernachten, aber wir haben davor noch etwas vor. Dann gibt es noch eine Quest, den ich unabsichtlich eigentlich nicht angenommen habe oder nicht gefunden habe. In der letzten Folge, wie wir in Altissia angekommen sind. Und zwar können wir uns das Kleid von oder für Luna ansehen und quasi gibt es etwas Story dazu. Und den Quest kriegt man normalerweise sowieso aufgedrängt, aber ich bin da durchgeflutscht. Wir sehen das nächstes Mal dann, wenn ich ihn abhole, warum das nicht passiert ist. Und wichtig ist, dass ich auch noch herzeigen will, ist, wie man diese Gedenkmünzen jetzt hier in Items umwandeln kann. Also wir haben schon, glaube ich, 22 oder 23. Wir wollen immer noch sparen. Also das Erste, was wir mit den Gedenkmünzen machen wollen, ist eine zweite Schleife kaufen. Weil uns die natürlich, also eine zweite Schleife ist besser als nur eine Schleife, ist egal. Weil uns das vor sehr viel Statusveränderungen schützt. Und die Schleife kostet bei dem Händler, bei dem wir die Münzen umtauschen können, 40 Münzen. Und wir haben noch keine 40 Münzen. Aber wir werden sie dann insgesamt bald irgendwann bekommen. Wo will ich hin? Genau, hier. Ich werde Ihnen aber trotzdem herzeigen. Und, falls ihr irgendwie unter Geldnot leidet, dann gibt es eine ziemlich einfache Methode, hier in Altissia Geld zu machen. Und zwar 500.000, glaube ich, kriegt man dafür. Ich glaube, es sind 500.000, ja. Und zwar müssen wir dafür Flipper spielen. Mehr dazu allerdings in der nächsten Folge. Allerdings geht das nicht von alleine, man muss zumindest 10.000 Gilde mal einsetzen.
So, hier geht's dann die Treppe runter zum Gemälde, aber wir wollen vorher die Elementarenergie hier aufsaugen und dafür müssen wir unsere sowieso mal verbrauchen. Und bevor wir das machen, werden wir einige Fertigkeiten lernen noch, und zwar über die Magie, und zwar hier sind diese Effizienz 2 damit neu erstellte Zauber 30 Kraftpunkte umsonst quasi bekommen. Dann, das ist auch noch wichtig, erhöht die Menge von der Elementarenergie, die aus einer Elementarquelle absorbiert werden kann. Also Nachschlag. Dann gibt es da noch einen Nachschlag 2, glaube ich. Ja, kostet mehr. Holen wir uns später dann. Magieattacke erhöht die Magie aller Gefährten um die jeweilige Stufe. Das heißt, unsere Zauber werden einfach stärker. Wir zaubern sowieso quasi nur mit Noctis, aber es hilft ihm zumindest etwas, um seine Zauber stärker zu machen. Und dann gibt es noch die FP-Zauberer, das heißt, jedes Mal, wenn wir einen Zauber anwenden, bekommen wir eine FP zurück. Da wir immer wieder mit Zaubern arbeiten werden und auch im Postgame dann relativ viele Zauber verwenden werden, zeige ich das schon aus. Also die 24 hat man schon bald zusammen und dann ist es ein netter Generator an Fertigkeitspunkten. So, Magie! Also, was haben wir hier? Wir haben, glaube ich, Blitzgeist, das, was wir am noch wenigsten haben. Das heißt, wir werden einen neuen Blitzgeist-Zauber machen. Also vorrangig Blitzka, und ich glaube, das zweite Element wird Feuer werden. Und dann schauen wir, was wir da reinstecken können. Irgendwas mit einer Viererkette habe ich mir da ausgesucht. Jetzt war da nicht der, war das Prachtkämpfer. Prachtkämpferpanzer. Ja, das war's der. Zwei davon. Und das ist ein Asquin Tai Blitzka Feuer 5 mit einer Viererkette Stufe 70. Das ist ganz okay. Also, es ist jetzt nicht der beste Zauber, aber. Oh, ausrüsten will ich natürlich nicht. Sondern ich will jetzt hier mal Magie aufsaugen und wir sehen gleich. Aus einer Magiebox gehen jetzt schon mehr als die Hälfte unserer Energiepunkte, also mehr als 50 Energiepunkte raus. Das heißt, wir können gleich mal weitermachen, einen zweiten Zauber zu kreieren, weil Feuer und Eis werden wir wieder voll haben hier. Und auch die Lichteffekte hier sehen super aus. Irre, wie geil das aussieht. So, das heißt, wir machen noch einen zweiten Zauber, und zwar einen vor Eisgar Blitzgar vielleicht. Schauen wir mal, Eisgar. Ich werde wohl Eisgar Blitzgar noch machen, ja. Das heißt, ups, das war so viel. Und dann natürlich Feuer auch reinmischen. Feuer auch reinmischen. So viel wie möglich. Und dann werden wir noch Prachtkämpferpanzer da reinstecken. Die sind da irgendwo. Die restlichen zwei. Dann haben wir zwei ähnliche Zauber, die. Zuerst Blitz sind und dann Eis und beide mit Blitzkern vorgehen. Das heißt, das ist ganz gut und fünf jeweils davon. Das heißt, wir werden jetzt mal anfangen, unseren Blitz zu verbrauchen. Beim Kampf gegen die Lakshmi. Aber bevor wir da runtergehen, schauen wir uns auch noch unsere Ausrüstung an. Ich habe schon lange nicht mehr unsere Ausrüstung überprüft und vor allem auch nicht hergezeigt. Mutterklinge ist immer noch eins der besten Schwerter. Wir haben schon das Durandal, aber das ist eher gegen Dämonen gut und gegen normale Gegner macht es etwas weniger Schaden, weil eben dieses, es macht Bonusschaden, also es macht Lichtschaden, und wenn viele Gegner sind gegen Licht, haben eine Stärke gegen Licht, deswegen ist es nicht so gut. In dem Fall, glaube ich, ist das Durandal ganz gut. Ups, ich wollte euch den Dreizack herzeigen, und zwar nehmen wir da hier auch die Schimmerlanze. Der Donnerkeil ist immer noch das Beste, was es gibt, also da gibt es nichts Besseres. Wir haben einen zweiten, den wir gleich bei Gladio ausrüsten werden. Dann werden wir auch das Schild ausbessern, und zwar werden wir das Kraftschild nehmen, glaube ich. Ja, das bringt mehr Kraft. Dann werden wir hier wieder auf Dämmerbrecher umstellen. Sammeln passt. Assassinen und Dolche kommen statt den. Da machen wir die Ori Halkons. Oder wie auch immer man das ausspricht. Und eine Schimmerlanze. Sammeln passt eigentlich. Da haben wir Saphir, Band und Megafon zum Regenerieren unserer Hitpunkte, unserer Lebenspunkte. Ist auch gut. Das ist auch, glaube ich, okay. Also schauen wir mal kurz. Da gibt es nichts Besseres als Titan, glaube ich. Ah, Silber und Goldreif gibt es sogar. Dann nehmen wir da mal einen Silberreif. Ich wusste nicht, dass der so viel besser ist. Silberreif. Und Heliodor, da gibt es auch noch was Besseres. Und zwar Rubin. Den wir auch hier gleich nehmen. Ah, dann nehmen wir wahrscheinlich so. Ein Saphir-Armband, das passt. Und dann nehmen wir ein Rubin-Armband. Das Ritterknöchelband, das ist wahrscheinlich das Beste, ja. Ja, das ist das Beste. So, und jetzt bei
Da lassen wir, dann nehmen wir die Sternenhülle dieses Mal, weil der Gegner, den wir jetzt besiegen werden, ist natürlich ein Dämon und der ist anfällig gegen Licht. Zumindest glaube ich das. Dann werden wir den Flammenwerfer nehmen. Super Name für die Waffe und den Gravitationspulsator. Dann werden wir auch hier einen weiteren Goldreif anlegen, gleich mal. Und das Fechterknöchelband vielleicht nicht, sondern. Oh ja, gibt nichts Besseres als das. Okay. Passt. Hey, it's pretty bad. Schauen wir kurz. Ja, das ist okay. Also hier wollen wir Blitzker verwenden. Da haben wir alles richtig eingestellt. Wir noch kurz die Accessoires noch sortieren. Wir würden es nächstes Mal besser leichter tun. Assuming she's so here we are, about to see the famous painting. Infamous. Da ist es schon. Anyone else got goosebumps? So, there's the Lakshmi. Wow, it's big. What's that? Is it fog? Whoa, no friggin' way. Pretty bold of her. Wir könnten hier auch vielleicht sogar bei Ignis statt dem Silberreif werden wir, glaube ich, die Schleife anlegen. Wo ist sie? Da ist sie. Weil das hat, glaube ich, mehr Sinn. Weil uns die verwirren kann. Dann schauen wir mal, gegen was sie schwach ist und gegen was sie stark ist. Also die Stärken und Schwächen mal kurz checken. Wie gesagt, ist schwach gegen Licht, sehr gut. Und schwach gegen Feuer und stark gegen Blitz eigentlich. Das heißt, unser Blitz ist eigentlich hier fehl am Platz eigentlich. Das heißt, wir werden unseren Blitz austauschen gegen einen Feuer. Da haben wir auch noch einige davon. Dann werden wir gleich mal probieren. Yes, wow. Sie trifft mich gleich. So, und jetzt. Also die Angriffe, ein Warp-Angriff mit dem Donnerkeil ist sicher keine schlechte Idee, obwohl wir weniger Schaden anrichten. Aber Warp-Angriffe mit Donnerkeil haben einfach mehr Schadenspotenzial als die Warp-Angriffe mit der Shimmerlanze. Wobei, ist eigentlich egal hier. Oh. Ah, das wusste ich gar nicht. Wenn man hier Feuer verwendet, dann verwandelt sie sich gleich in so einen Jadanook. Und der hat, glaube ich, auch andere Schwächen jetzt, oder? Und diese Form, manchmal wechselt sie die Form hier. Also manchmal ist sie Geist und manchmal ist sie Jadanook. Also ist ein Baumgeist oder was auch immer das sein soll. Und der ist auch schwach gegen Licht und stark gegen alle Elementarsachen. Das heißt, wir werden mit der Elementarlanze, also mit der Schimmerlanze angreifen. Ja, und das macht ganz schön viel Schaden. Es wäre cool, wenn das vorher mal weg wäre hier. Oh, MP-Stars ist nicht so gut. Wow. Must be some kind of toxin. So, wenn man der Vorteil an der Baumform ist, dass sie langsam ist und man leichter Angriffe von hinten machen kann. Der Nachteil ist, dass man dass er stärker ist und stärkere Angriffe hat. Oh, MP ist da sehr schlecht. Dann werden wir mal Sammeln machen, weil ich glaube, da kriegen wir MP auch zurück. Oder auch nicht. Doch ein Lebenspunkt da. Warum habe ich eigentlich MP-Stars jetzt immer noch? Und warum regeneriert sich das nicht? Autsch. Es gibt hier natürlich keinen Warp-Punkt, das heißt, wir müssen damit auskommen jetzt. Und ich will auch keinen Ether hier verschwenden. Ich muss die etwas leiser drin. Was ich machen kann, ist hier unser Limit zu verwenden. Das hat natürlich sehr viel Sinn. Let's go, fellas! Oh yeah! Exekutive, Dämmerbrecher. Und das war's dann, glaube ich, schon. Nice work, Ladio! Also dann sollte dieser Geist nicht so wirklich schwierig sein, also. Mit Feuer, wie gesagt, könnt ihr die Baumform oder die Holzform hervorrufen. Und dann mit
No holding back. Oh, sehr gut. Und dann mit Angriffen von hinten sollte das magnificent. Ziemlich einfach sein. But this is totally like King's Knight. Huh? There's four of us, just like in the game. Well, then I gotta be a five-star character. Hell no. If anyone here is a rare, it's me. So, ich schau mal kurz. Wir kommen sowieso nochmal zu Margo im Zuge der Fotografietour morgen. Aber das heißt, wir brauchen den Auftrag nicht jetzt abgeben, sondern können gleich zum Hotel Leville gehen und dort, also das dort machen, was ich dort machen will. Und zwar machen wir dort wieder mal eine Bekanntschaft mit Gentiana und die erzählt uns etwas, was wir jetzt machen können, was wir vorher noch nicht konnten. Aber dazu gleich mehr. Also in der Nacht sieht Altis ja schon wirklich toll aus. Nicht, dass es am Tag schlechter aussehen würde, aber in der Nacht ist es nochmal einen Ticken besser, würde ich sagen. Oh, ich schau mal kurz, ob ich den Quest hier abholen kann, aber ich glaube nicht. Weil in der Nacht sind... Der Nachteil ist in der Nacht in Noticia, sind viele der Leute nicht auf der Straße, die sonst auf der Straße sind. Und das hat zur Folge, dass man manche Sachen nicht machen kann. Oder, ah, das müsste gehen eigentlich. They're extending the exhibit for Lady Lunafreya's wedding dress. The Vivian Westwood? But wasn't that a memorial for her passing? Well, now it's a memorial for her safe return. Let's go see it while we still can. Oh, could that be the dress we read about in the papers? Doubtless. The designer's name is the same. Want to check it out? That depends on the groom. Might still be a sore spot, what with his wedding getting called off. Who says we can't call it back on? It can still happen. True enough. Let's keep an eye out for it. Okay, und das ist der Quest Symbol des Friedens, wo wir uns das Kleid quasi ansehen können und dafür sogar Erfahrungspunkte bekommen. Prinzipiell ist es nicht wichtig, den Quest zu machen, es ist nur zusätzliche Story-Information quasi. Die paar Erfahrungspunkte, die man dafür bekommt, sind es eigentlich nicht wert. Was wir allerdings machen wollen, ist hier, bevor wir zum Hotel gehen, noch kurz einkaufen. Und zwar gibt es hier einen weiteren Kaktor für uns. Also nicht für uns, für Talcott eigentlich. Aber, und wir bekommen hier auch die Type-Zero-Hits. Also Final Fantasy Type-Zero, falls ihr das kennt. Ich hab's übrigens nicht gespielt, also. Ich hab nur darüber gelesen. Hab ich den Cactus gekauft? Müsste ja nicht hier irgendwo sein, oder? Ich hab schon so viele Sachen hier. Ja, ich sehe sie da. Okay, passt. Normalerweise sagt nämlich Gladio etwas dazu. Egal. You found the cactuar. Ja, hier. Hold on to that. It'll make a great souvenir for Talcott when we get back to Lucis. Sind das Zwillinge hier? Hallo. Oder gibt es hier eine Klonfabrik? Okay. Ah ja, genau, es gibt ja die Arena auch noch. Die zeige ich auch nächstes Mal hier. Zuerst aber hier. Oh, Gentiana. Gentiana. Ahead lies a future uncertain, yet sure is the astral memory. Wherein the king may walk. Und hier bekommen wir jetzt die Möglichkeit, mit Umbra uns in Erinnerungen zurückzuversetzen. Das heißt nichts anderes, als dass wir bei jedem Speicherpunkt können wir statt nicht bei jedem Speicherpunkt, bei jedem Hotel oder Lagerstätte können wir statt dass wir übernachten, können wir Umbra rufen und quasi zurück auf den anderen Kontinent. Um dort Sidequests weiterzumachen. Die Statuswerte werden komplett übertragen, das heißt, alles, was man dort macht, hat man nachher auch und alles, was man bis jetzt hatte, hat man dann dort auch und so weiter und so fort. Meet Chocobos werden automatisch quasi in den Verleih zurückgeschickt und wenn man dann wieder zurück will, dort wo man eigentlich war, muss man nur zur letzten Unterkunft reisen und das bringt einen dorthin, wo man quasi Umbra aktiviert hat hier. Zusätzlich können wir jetzt auch mit dem Boot fahren. Das weiß ich nicht, das zeige ich erst im Postgame her. Und man kann hier von Altisia, von KM oder von Galin Kai aufs Boot gehen. Und kann dann quasi das Meer zwischen Altisia und dem anderen Kontinent bereisen. Und da gibt es einige Sachen wie Wale und einen Spezialquest, den wir nächstes Mal dann auch sehen werden, den man dort erledigen kann. Aber das ist alles exklusiv für die Royal Edition. Das heißt, wenn ihr nur das Basisspiel habt, dann kommt das hier gar nicht. Also. Und wir bekommen das Amulett der 24 Emissäre. Das ist, glaube ich, eben, um Umbra hier zu verwenden.
Come on, let's go see the dress. So, hier gibt's let me look up the nearest stop. Zwei Rezeptionisten. Sounds like we're greedy. Und der hier ist der fürs Teure, und das ist zwar, also das ist die Hotel Le Ville König Suite, kostet normal so 30.000 Gil und in dem Fall nur 15.000 Gil. Ich habe übrigens nachgesehen, das ist ein DLC, der nur, glaube ich, 2 Euro oder Dollar kostet, oder 1,5 sogar nur, und der halbiert die Preise von allen Raststätten und alles, was damit zu tun hat im Spiel, das, ja. Und hier sehen wir auch, ihr könnt noch Umbra rufen hier, aber wir wollen hier übernachten, allerdings nicht in der teuren Suite, weil wir haben zu wenige Erfahrungspunkte gemacht, dass ich das auszahlen würde. Und hier gibt es auch eine, noch eine etwas leistbarere Suite um 500 Gil, also 250 für mich, und das gibt es einen Bonus von 1,5, was okay ist. We could crash right here. Ditto. So, und wir schauen uns mal die Fotos an, die wir gemacht haben. Sollten einige gute dabei sein. Ja, wir steigen schon wieder Level auf, obwohl ich gar nicht will. Okay, das ist natürlich viel zu viele Farben, aber naja. Da gefällt mir das ja nicht besser. Das sieht wirklich gut aus. Das ist auch gut. Look at that. One of the few pictures of us together. Ja, okay, nehmen wir das auch. Das ist auch gut. da hat Prompto offenbar den Schwarz-Weiß-Trip. Das gefällt mir auch ganz gut. Und das müssen wir natürlich für Weef mitnehmen und für uns selber auch speichern. Wir haben schon 140 von 200 verbraucht, also es wird Zeit, dass wir einige löschen, die nicht so toll sind. Aber löschen ist schlecht. Aber mit 200 kommen wir, glaube ich, aus. Also müsste ich schon ausgehen, bis zum Ende des Spiels zumindest. Und dann werde ich sowieso nicht mehr so viele Fotos speichern. So, das war's für heute. Nächstes Mal schauen wir uns an, was es in der LTC alles zu fotografieren gibt, was es mit der Arena auf sich hat und wie man seine Gedenkmünzen umwandeln kann und was mit dem Flipper los ist. Alles das, wie gesagt, nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy XV. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß.